Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Resident Evil, das HD Remake mit Bloody Cat, Jilly Vanilli, Blackdrain am Steuer und ein prasselndes Kaminfeuerchen. Bin mal gespannt, ob sie immer noch dasselbe sagt. Mädel, das hast du schon vor ein paar Parts gesagt. So, hier hatten wir alles abgefrühstückt in der Hütte, ne? Wir sind ja aus der Lokalisation da rausgekommen. Oder Abwasser, Untiefen, keine Ahnung. Hier haben wir das erste Mal Bekanntschaften mit, keine Ahnung, wer das ist. So wie ich den Briefen und alles entnommen habe, soll das ja die, könnte es die Lisa sein. Oder die Mutter. Mutter, Kiste, Duft. Ich schätze mal, die Mutter liegt irgendwo in einer Kiste. Kann auch später herauskommen, dass die Mutter herausgekommen ist. Und aha, jetzt so sauer ist, weil sie halt ein Kind sucht. Ich höre einen Zombie. Mutblatt. Auch dasselbe Spiel, einmal um die Hütte laufen. Wo bist denn du? Ich hab dich gehört. Ich hab dein dreckiges Stöhnen gehört. Der kommt wieder. Ich glaube, wir müssen hier nicht normal. Ne, er steht jetzt schon wieder auf. Ich glaube aber, wir müssen hier nicht nochmal lang. Ah, nein. Ich hoffe es zumindest. Ciao, Zombie. Vergiss nicht, Raben. Ja, einfach schnell durchrushen. Einfach mal einen kleinen Rush. Es sollte hier in die Nacht der lebenden Loser. Wir haben hier keine Krähen mehr, aber dafür Zombies. Und noch einen sehr blöden Zombie dazu. Wir können einfach an ihm vorbei. Ich glaube, hier hat Michael Jackson einen Thriller gemacht. I got the Thriller! Ja, ich weiß, ich höre auf zu singen. Nope. Badass. Badass. So. Nein, das heißt The Boobies. Okay, dann eben Chris-Fall Badass. Wenn wir mit Chris spielen. Noch sind wir mit Jilly Vanilli dran. So. Ja, dies haben wir alles eingesammelt. Ich würde einfach sagen, wir krallen uns jetzt das Ding aus der hier weg, ne? Nehmen wir mal mit. Ja. Boah, dieses Flattern von den Motten irritiert manchmal. Und gehen wieder ins Herrenhaus. Aber das wird uns, glaube ich, die letzte Tour durchs Herrenhaus sein. Müssen wir jetzt runter in den Keller? Moment. Nö, nix. Wie kommen wir da schnell hin? Mein Freund, die Karte. Wir können den langen Weg nach außen nehmen, oder? Ich nehme die Abkürzung. Nimm Shortcut. Wollte gerade fragen. Wenn ich gerade schon mal hier bin, ja, hier haben wir diese. Haben wir da die erste Totenmaske her? Ich glaube ja. Ach, Le Cray. Vincent Le Cray. Raven. Vincent Raven ist jetzt nicht am Start, der hat Urlaub. Aber ja. Jetzt hast du da schon gemacht. Ja, in einem anderen Spiel, was nach Dark Souls kommen wird. Und du weiter Bioshock aufnehmen wirst, ja. Yes. Nach den Resident Evil Game hier geht auch Bioshock weiter und danach werden wir, glaube ich, auch erst mit Chris spielen. Weil das ist ja eigentlich nur ein Föhnlücker, bis meine Ohren schmerzen eigentlich weg sind. Und die sind ja schon seit länger kommen weg. Ja, und danach geht's auch. Ah, perfekt, hier wollte ich hin. Und danach wird es auch direkt weitergehen mit Bioshock. Yay. Und Dark Souls ist ja auch bald durch. Ui, das sieht doch schön aus mit dem Blitz. So. Nein. Verwenden. Einmal. Zwei. Sesam, öffne dich. Ich höre das Stöhnen der Alten schon wieder.
Ich will nicht. Ich will nicht. Ja. Ja, will ich. Aber die, ich höre doch schön der alten Shop wieder. Das will ich nicht. Nein. Die ist mir unsympathisch. Ich frage mich natürlich, wie kommen die so schnell rein? Ja, das frage ich mich auch. Mit ihren Humpeln. Eine Schreibmaschine. Ja, ich habe aber keine Farbbänder. Das heißt, du musst den ganzen Weg nur aufschätzen. Ich würde dann sagen, du musst den ganzen Weg immer neu laufen. Willst du nicht lieber einmal speichern, bevor du jetzt den ganzen Weg... Nö, ich bin zuversichtlich. Aber ich nehme noch etwas Heilung mit. Ich bin nicht zuversichtlich. Du nicht, aber ich. Und ich bin bester Gesundheit. Wir rüsten uns mal ein bisschen aus. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Heilung mit. Weil ich... Ne, willst du wohl. So. Guck mal lieber auf deine Schrottmunition. Wenn du meinst. Wenn ich treten will, elegante Flucht an. Wenn du meinst. Bobbys. Ich mag lange feuchte Tunnel. Die, ja, das ist klar. Die erwecken so vertrauenserregende Eindrücke. Ja, das ist auch klar. Du versautes Ding, du. Mann! So vertraute Eindrücke. Hashtag versaute Katze. So. Also wenn du sagst, lange, dunkle, feuchte Gänge. Ja, guck dich hier doch mal um. Warm und mollig, nicht wahr? Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were... Start nice. Talking. Calm down, I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Time to talk. Jill, hand me my gun. In dem Fall sage ich mal ja. Thanks, Jill. Moment. Echtes Teamwork. Komm ich darüber? Mach was, Mädel. Danke, Barry. Weil in dem Brief war was von 4 Steinen die Rede, ne? Barry? Das ist ein großer Abgrund, da kommst du nicht rüber. Schnell, 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 schnell! Yippie! Okay. Ich glaube, das Vieh hat gerade Selbstmord begangen. Bin ich jetzt nicht normalerweise die Viecher umbringen soll? Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Notizzettel. Viel Spaß. Ein Familienfoto. Ja. Warte, warte. A Familienpicture and some notice. My dearest Lisa. So. Kannst weiter. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag verschwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gab sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritzen geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst, alles zu vergessen, besonders die Erinnerungen an dich und Papi.
wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in die Finsternis in mir. Oh, Lisa, ich möchte jetzt so oft dein Gesicht berühren und dich in meinen Arm halten, damit ich unsere wunderbare Erinnerung an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa, unsere Chance kommt. Wenn nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind, wir stellen uns beide bewusstlos. Und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967, Jessica Trevor. Also war das Lisa Trevor? Das große Viech aus den Ketten, mit den Ketten? Ja, was hier gerade so den wundervollen Suizid veranstaltet hat. Und ich die Mutter. In Sarg liegt Jessica Trevor und der Vater, ja, den Sarg haben wir schon gefunden. Bei der Schlange. Mhm. So, Barry. Ja, der steht da ganz cool. Badass. So. Barry denkt sich nur, lass die alle Schatten selber wieder vorlaufen, wa? Ah, wahrscheinlich. Okay. Warten, setzen wir aus in der Fahrstuhl. Ich dachte, das wäre so ein Rohr, was nur oben geht. Aber naja. Nee. Wo gehen wir? Ich kann es dir sagen. Sollst du spoilern? Oh, guck mal, die Pfütze! Hm? Na, die sieht geil aus. Guck mal, wir können unter ihn, Hab eingestrollt. Ich glaube, das war ein flüssiger Spiegel. So. Ja, wir brauchen was. Wir brauchen was. Das weiß ich noch aus dem ersten Teil. Also auf PlayStation 1. Und zwar, was mich gerade verwundert, die einzige, was sich geändert hat, das einzige, was sich wirklich geändert hat im ganzen Game, was ich auch nice finde, ist diese Zwischengeschichte hier mit Lisa, George und Trevor. George, Trevor. Lisa, George und Jessica. James? Also. Diese, also Jessica hieß die Mutter so? Keine Ahnung, auf Jessica, jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ist das einzige, was sich geändert hat. Dieses Zwischenstück. Aber was ich auch richtig geil finde, ist so eine erfrischende Nebenstory. Ich kenne die, glaube ich, gar nicht anders. Nee, in allerersten Resident Evil auf der PlayStation 1, was ich damals mit meiner Schwester gespielt habe, in Director's Cut, gab es diese Story nicht. Okay. So, ich muss an die Truhe. Wo war die? War die da oben? Yep. Ja. Sexy. Ich will nicht davon weg. Die Steuerung ist manchmal mir graus. So, dann können wir das erstmal ablegen. Mal wieder. Ohne einen Hit zu kassieren. Weil ich brauche einmal die und einmal die. Und wieder retour durch einen langen, feuchten Tunnel. Barry, du hast mal einen Flammenwerfer gehabt. Kannst du uns den mal bitte geben? Ja, ich frage mich immer noch, wo er den Flammenwerfer her hatte. Das ist mir echt ein Rätsel. Wieder durch den langen, dunklen, feuchten Gang? Ich sage, er steckt versaute Katze. Ey, normalerweise sind das immer die Männer, die versaut sind. Ich bin jetzt auch mal dran, ja? Ich hab doch schon mal Gebetsknüppel in der Hand. Alter! Ich find's lustig. Du perverse Sau! Nein, er hat jetzt nicht sein Schwängele draußen. Ey, ich hab hier doch mein Kampfgewehr. Siehst du doch, mein Gebetsknüppel. Ich hab dein Schwängele. Okay. Und wieder aufwärts. Weil, wir kommen jetzt an einen sehr interessanten Ort. Also das Herrenhaus haben wir abgeschlossen. Und ich glaube die Lisa-Geschichte auch. Und jetzt, so, wenn mich nicht täuscht, was haben wir hier? Eine Embuchtung. Mit Symbol in Form eines Adlers.
Alles klar. So, da. Ja, ein Symbol in Form eines Wolfes. Jawollo. Wir machen, lassen mal das Wasser aus dem Teich. Laufen einmal in die falsche Richtung. Ja, einmal im Kreis, eine Runde um den Pudding. Nochmal. So. Ja. Mhm. In der Höhle des Löwen. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Ich würde sagen, wir sind so. Also steht. Öffne nur im Notfall möglich. Okay. Okay, okay. Ich würde mir zumindest eine Karte wünschen. Nope. Aber der Raum ist safe. Durch die Tür sind wir gekommen. Also würde ich sagen, wir gehen in den Keller. Ne, Tasche tiefer. Verband! Kiste! Oh, die Maschine. Die Musik macht ein Kirre. Ich höre sie nicht. Aber ich bin ja schon kirre genug, ne? You are crazy. Thank you. Liegt hier noch was? Alte Schreibmaschine. Wenn ich ein Farbband hätte, könnte ich meine Fortschritte speichern. Ja, hier. Ich will nur wissen, ob hier noch was liegt. Obwohl, müsste ich nur auf die Karte gucken. Nö. Ja, liegt nichts mehr. Ich bin mal dazu geneigt, meine Pistole auszurüsten. Mach das. Weil wir haben mittlerweile so viel Schuss mit der. Und ich möchte sie auch gerne in der Hand haben. Danke. Mein Rücken. Ganz toll. Ein Kanister. Ich glaube, das soll der Hinweis sein, dass es hier Zombies geben könnte. That you don't say. Jo. You are dead? No. Nope. Ich gehe meinen Kanister holen. Kanister und Feuerzeug. Weil ich will hier keine Crimsons haben. Oh, Zombiebeutelchen. Und ein Feuerzeug war eine höher, war ein höher. Höher? Ein höher. Ah, da. Ich will keine Crimson Heads hier haben. Wieso habe ich gerade schon direkt eingesehen gehabt? Crimson Head? Nein, nein, nochmal Zombie. Der Tür. Das war eine Spiegelung, glaube ich. Ich hoffe es. Wie liegt der denn da? So schön auf dem Rücken positioniert. So, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Es ist nur, ja. Ja, bitte. Mietepflüchse. Burn, Bitch. So. Kräuterie, oh, mehrere Kräuterie. Ich finde die Anzüge so. Ich finde es echt schön, dass die auch so Anzüge haben, wie so Wissenschaftler im Labor. Die zwei. Hä? Hat der mich gerade mit der Hand weggeschubst? Vielleicht auch nicht. Der Vollständigkeit halber, ne? Nehmen wir einfach mal mit. Brennst du mal aus? Danke.
Ich sag ja, wir kommen, glaube ich, langsam in Richtung Endgame. Aber ich bin froh, dass wir mal wieder die Pistole auspacken konnten. Ach ja. Ja. Geil. Also wir wissen jetzt, wie wir zurücklaufen. Das ist jetzt eine sonderige Tür, okay. Da kommen wir schon mal nicht weiter, das heißt, wir müssen noch... Noch nicht. Nee, ich bringe jetzt erstmal die MO-Disk weg. Sag ich doch. Füll nochmal meinen Kerosintank auf und ich glaube, zweimal Heilung reicht. Denke ich mal. Wenn wir es hier nur mit Zombies zu tun haben, dann geht's ja. Dachte jetzt wieder, jetzt kommen hier irgendwie die oberkrassen Hunter oder sonst was. Und einen Witz auffüllen. Jo. Schlecht wär's nicht. Ob es hier auch die nackten Zombies gibt? Was? Ja, es gibt auch nackte Zombies. Das war in den PlayStation 1 Teilen auch bei 2 so, wenn du immer in diesen laborartigen Gebäuden bist, ne? Dass irgendwo nackte Zombies kamen. Das fand ich immer recht witzig. Ich hab den immer mit der Schrumpfe in die Köpfe weggeschossen. Ich hätte ihm was anderes weggeschossen. Naja, das hab ich nicht. Bisschen menschlich noch gewesen, ne? Aha. Achte mal. Wie gut, dass wir das dabei haben. Ja, willst du mich verarschen? Du genauso? Alter! Er blutet. Er auch. Ja, das Blut hätten sie aber schöner machen können. Ja. Vorher bist du schnell, die ja nochmal Zeit hat. Ja, vor allen Dingen, pass auf, ich gehe jetzt den Kanister auffüllen, ne? Und die sind weg. Und die Putzfrauen sind so schnell und schaffen ganze zwei Kadaver weg. So, aber ich werde jetzt nochmal vor das aber speichern gehen. Achso, das war mein Schatten. Ja, haben wir oder schon 23 Minuten. Oder haben wir schon 23 Minuten. Das war nicht nur mein Schatten, ich habe sogar einen Schatten. Wir haben einen Schatten. Außer Peter Pan, der jagt den anderen. Und Lucky Luca schießt ihn. Toll. Nein, der war schneller als ein Schatten. Wisst ihr, was ich erschreckend finde? Ich habe mir mal so überlegt, so über Kindermärchen. Und was ich erschreckend fand, wusstet ihr sogar, dass Hänsel und Gretel die erste Geschichte war über Kannibalismus? Denkt mal drüber nach. So. Musste mal gesagt werden. Wieso ist das jetzt irgendwie an Stopbock? An was? Stopbock. Der eine Musik drüber gemacht. Okay. Zumindest über eine Musik, die heißt, denkt da mal drüber. Ach, wir sind so. Ach, das ist der Laboreingang, okay. Ja, nicht wundern, ich habe jetzt 26 Mal gespeichert, weil ich habe immer Zwischengespeicher gemacht. Ja, besser als dauernd verrecken und alles nochmal nachzuspielen. Aber ich bin ja auch erst zweimal gestorben, was mich selber verwundert. So kann's gehen. Und einmal hast du den falschen Speicherstand aufgemacht. Ja, dann durfte ich die Schlange normaler machen. Aber souveräner. So, und jetzt kommen wir runter und die Putzfrauen waren schon da. Na, waren die Putzfrauen anwesend? Ich hätte mir vielleicht vor der Aufnahme noch ein Brot machen sollen. Verdammt! Die Putzfrauen waren da, die Putzfrauen waren da. Die haben auch nicht ordentlich sauer gemacht. Ich sehe noch überall Schimmel. Okay. Da ist noch was, da ist noch was. Tür ist zu. Ist die Tür auch zu? Nein, die ist offen.
Oh Gott. Mal reinlunsen. Was? Perfekt. Was für eine Kameraeinstellung? Da war. Es ist hier liegen. Genau. Immer direkt reinlunsen, was da drin ist. Wieder Maggis Kräutermischung. Und es ist die Maggi Kräutermischung. Apropos Maggi Kräutermischung, ich müsste auch gleich mal Essen machen. Bitte. Ich glaube, nach der Aufnahme werde ich mal gleich kurz in die Küche verschwinden. Bitte. Die Frau fällt mir sonst vom Fleisch. Dann sage ich, ich hätte mir vorher ein Brot machen sollen. Noch ein langer feuchter Gang? Ein kleiner geheimer Tunnel. Ja, dein kleiner geheimer Tunnel. Die Tür geradezu ist auch offen. Und ich sollte mal nachladen. Ja, das sollst du. Ich fand das damals so toll. Ich hoffe, ich gucke jetzt keinen Platz hin. Ne, gerade nicht. Ich habe mit meinem Bruder damals so ein Autorennspiel gespielt. Da konntest du auch irgendwann Offroad fahren. Und, oh, nice. Yummy. Abgepackt. Und jedes Mal, wenn wir durch so einen Tunnel gefahren sind, hat er mal gesagt, mein kleiner geheimer Tunnel, ich finde das so süß. Hey, da blinkt doch was. Ah. Batterie. Wir haben auch schon so viel Sicherungszeug, ne? Was sollen wir hier machen? Da habe ich noch nichts für. Aber gut zu wissen. Escape. Toll. Login incorrect, ja. Aber gut, dass wir hier, dass ich jetzt V-Act oder RCT, ACT, Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass der T-Virus-Mutagen das Genom im Körper seines Wirtes beeinträchtigt. Der Körper des Wirtes geht erwiesenermaßen in einen stabilen Zustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegenden Zusammensätze des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesem Wesen den Namen V-ACTS gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeiten und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Deswegen machen wir weiter. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Diese ebenso gefährlich wie kostbare Prototypen kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wird, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Und nun das Wetter. Drei Wettertaft, die Frisur hält. Barry, wir geben an dich. Heute wird es ein wunderschönes Wetter, es regnet. Ja, ich komme mir gerade sehr schön vor. Ein OP-Tisch, ja toll. Ich mag ja zum Beispiel Krankenhäuser und die muss sowas sein. Ja, es ist Krankenhäuser. Mir sind die relativ egal. Leute, ich, ganz ehrlich, wer von euch war schon mit Krankenhaus und wer mag das Essen da drin? Dem beneide ich, wer das essen kann. Oh, ich durfte mir aussuchen, was ich esse. Ich habe nur Spaghetti Bolognese gehabt. Das war dann für mich der Himmel auf Erden. Ja, du vielleicht. Was hatte ich dazu getrunken gehabt? Irgendeine Fanta oder heißen Kakao, voll lecker. Ich mochte damals Kakao, heute nicht mehr so sehr. Die ist halt irgendwas noch liegen. Ich fand es auch gar nicht mehr so schlecht. Da, wo ich war, hat es sogar relativ gut geschmeckt.
Spaghetti Bolognese da vorne gemacht. Also ganz ehrlich, wenn ich denke, ich war im Krankenhaus und habe gedacht, hab das Essen gegessen. Nach Tag 4 habe ich gedacht, super, die wollen wohl, dass ich länger da bleibe. Ich kriege gleich noch eine Lebensmittelvergiftung. Ich hätte Spaghetti Bolognese immer gegessen. Hä? Wo soll hier noch was sein? Wahrscheinlich der Computer, weil wir ihn nicht benutzt haben konnten. Oder irgendwo liegt da noch ein Zettelchen oben. Der uns sagt, hier ist der Code. Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Aber ich sehe gerade schon, wir sind jetzt wieder bei unserer Zeit angelangt, Freunde. Ich werde jetzt erstmal sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück zur Schreibmaschine, werde dann einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.